Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir wollen jetzt hier mal eintreten ins Haus Baruun, beziehungsweise... Okay, hier ist ordentlich zerstört. Ich gehe vielleicht mal so. Ich weiß jetzt nicht, was hier passiert ist, aber ich will hier mal gucken. Ordner. Ja, das ist die Botschaft von Haus Baruun. Hier schon mal Schlangenstatuen. Die glauben ja an irgendwie so eine mystische Schlangengottheit. Finde ich auch interessant, dass die sowas mit eingebaut haben. Ich will die Statue haben, die ist cool. So. Hier gibt's Credsticks. Nice, bisschen Geld. Dann umhüllter Alien Trilo B. Alien Zähler Anzeige. Okay. Da kann ich anscheinend nicht rein. Okay, gut. Gut zu wissen, schade. Das ist die Botschaft oder war die Botschaft also von Haus Baruun. Aber dass die auch mit dem Namen Haus Baruun kommen, erinnert mich ein bisschen an Morrowind. Da war es ja auch mit sehr vielen Häusern. Haus Hlalu, Haus Bivek, Haus Redora und so weiter. Telvanni. So, Ebene wählen. Botschaft von Haus Baruun. Da müssen wir direkt hin. So. Was? Hölzerne Gesichtsskulptur? Ach, das ist nur so ein Ding, okay. Ich bin aber mal ein bisschen vorsichtig hier unterwegs. Okay. Aber was ist hier vorgefallen? Oh. Intercom. Okay, Netzschalter. Noch ein Aeon. Overall Aeon UC Blau. Hier gibt es auch nochmal Credits. Boom Up Orange. So, und jetzt müssen wir nicht an den Computer, aber ich würde den trotzdem einfach wegen der Erfahrung mal entsperren. Mit Digi-Dietrichen. Okay, mit dem können wir nicht. Aber hier das und das und dann hier noch mal so Geschütze aktivieren, Freund-Feind-Erkennung aktualisieren, Freund-Feind-Erkennung einstellen, FFE eingestellt auf aktuellen Nutzer schützen. Okay, nice. So, das heißt, die erkennen mich jetzt eher als Verbündeten an. Okay, was geschieht hier? Äh,
Kartusche, Kartusche, historische Kühlmittel, reaktives Messgerät. Was? Okay, richtig viele Halluzinogene. Ich gehe einmal noch mal kurz zurück. Mache ich hier noch mal zu. Und benutze nochmal den Computer. Ich aktiviere mal die Geschütztürme, dass die mich als Verbündeten sehen. Nochmal. Kein Signal. Nein! Okay, jetzt, jetzt ist vorbei. Wo ist denn der Roboter hin? Okay, der hat schon Schaden genommen von irgendwo. Und schon geht er irgendwo anders hin? Alter, hab ich mich jetzt deswegen erschrocken? Okay, hier ist aber nicht mehr. Wo ist denn der Roboter hin? Da ist er. Nein, jetzt hängt an. Ich steck fest, ich steck fest. Okay. Hier ist jetzt nicht noch ein Roboter. Geh weg! Aua! Ihr kriegt das mit, ja? Hallo, das tut weh. Jetzt lad mal schneller nach. Okay. Traumapack. Nochmal Muni. Die Dinger brauchen wir nicht. Ich sehe jetzt aber nicht, wo ich hin muss. So, was haben wir da? Leichter Teilchenzünder und leichter Teilchenzünder. Hautcremeflasche. Nein! Jetzt stecke ich hier fest. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, den haben wir. Ich stecke hier jetzt wirklich fest. Nochmal Gesundheit aufladen. Autsch. Alter, gegen zwei solcher Roboter. So. Warum sind sie kaputt? Lad nach. Bleib draußen. Okay, haben wir geschafft. Keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Hier lang. Und nochmal Gesundheit.
Alter, was? Was passiert denn hier? Noch ein Cradstick? Ich dachte, die sind. Ich glaube, das war keine gute Idee. Kann ich die noch looten? Jo, kann ich tatsächlich. Ich wollte jetzt die Cradsticks mitnehmen hier, ja? Den da. Hier ist irgendwo noch einer. Den ich jetzt nicht sehen kann. Alter, aber hier ruckelt es schon viel. Freund oder Feind, die Türme? Die scheinen Freund zu sein. Schlangenölverfahren. Hier geht es nochmal nach unten. Und was gibt es hier oben? Ich frage mich eigentlich, wo muss ich jetzt genau lang? Unten, oben rum? Eine Zange gibt's hier. Nova Light? Treffe ich gar nicht. Ich wünschte, ich könnte den sogar sehen, wo der ist. Da ist er. Ich sehe ihn nur nicht. Und noch ein Roboter. Der jetzt kommt. Da. Da sind zwei. So, den hatten wir. Aber ich finde das schon ein bisschen heftig. Ich glaube, ich muss nachher Medipacks kaufen. Aua. Alter. Scheint hier doch ein bisschen länger anzudauern. Kann ich den hacken? Komm, ein Schuss. So, ich habe nicht mehr so viel Gesundheit. Also. Nicht mehr so viel im Medipack. Warum müssen gleich so viele von denen kommen? Und die sind auch peinlich, okay. Alter! Gibt es eine Waffe, die besser gegen den ankommt? Okay. Ist schon hier aber auch ein bisschen unheimlich. Genau, die Dinger. So, der ist kaputt. So,
Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Was ist denn hier hinter? Ah. Okay, hier ist aber keiner. Noch einer. Von wo kommt der denn? Alter. Ja, komm, geh kaputt. So. Ich wechsle vielleicht doch mal kurz hier drauf. Macht vielleicht doch mehr Sinn. Nach oben. Okay, jetzt müssen wir also nach oben. An Halluzinogenen vorbei. Ich glaube, der ist das, der noch feindselig ist. Nee, der ist es nicht. Dieses Schloss ist zu schwierig, Lehrling. Ich sehe nicht. So. Hier gibt es aber was zu futtern. Ich glaube, wir müssen dort mal ein bisschen naschen. Chunkskuchen. Und... ja, wir müssen Medipacks kaufen, definitiv. Oder schauen, dass wir sowas irgendwie herstellen können. So, jetzt erstmal hier unter Hilfe alles aufessen. Die Dinger. Das. Das. Orange, Schlangenöl, Traumapack. Regeneriert 5 Sekunden lang pro Sekunde 7 Gesundheit. Und wir haben schon wieder zu viel Last. So, wir wechseln wieder hier rauf. Oder warte. Dafür haben wir wieder gut Muni. Achso, ich dachte schon, Aufenthaltsraum sich hier entsperren, ist auch zu schwer für uns. Verkaufsautomat. Bisher gibt es hier nichts. Nichts Interessantes, nichts vom Wert. Okay, wir müssen lernen, wie wir mit Dietrich umgehen. Jetzt wieder nach unten. Wir haben aber auch schon viele von denen kaputt gemacht. Da ist der nächste. Eliminiere die Roboter. Alter. Oh.
Komm, lad nach. Ich habe keine Granaten für die. Ich komme hier nicht mehr raus. An den vorbei. Okay, den könnten wir als erstes fertig machen. Aber wenn die weniger draufhauen würden. Komm. Ja, genau. Aua. Okay, erst. Wir haben beide erledigt. So, nähere dich der fremden Person. Wo ist denn die fremde Person? Unten, ne? Okay. Was sind das aber alles für Pflanzen? Und halluzinogenen Mitteln. Das ist er. Die Strafe hat sich also als Vorsehung entpuppt. Wieder einmal zeigt sich, die Wege der großen Schlange sind wahrlich unergründlich. Ich schulde dir meinen Dank. Und eine Entschuldigung für deine Tortur. Komm, lass uns reden. Sprich mit Botschafter Balmor. Da fehlt noch ein A am Ende, Balmora. So, was hast du zu sagen? Von halb defekten Intercoms durch die Botschaft geleitet zu werden, lässt als Begrüßung einiges zu wünschen übrig. Deine Beharrlichkeit ist lobenswert. Der Giftbaum hat wohl mehr Systeme beeinträchtigt, als mir klar war. Ein Giftbaum? Aber wie könnte ich eine solche Schönheit einsperren? Aber sag mir, wie ist es in der Außenwelt? Ich hörte eine Nachricht über einen Angriff, dann folgte ein Energiestoß und schließlich blieb nichts als Stille. Ist es der restlichen Stadt auch so schlecht ergangen? Den Raumwaffen hat es übel erwischt, aber sonst gab es kaum Schäden. Überall in der Stadt sieht es weiter besser aus als in dieser Müllhalde hier. Ein Energiestoß? Ist es das, was hier passiert ist? Warum? Ist das etwa das Ding, das da oben Wolken ausspuckt? Ist es toxisch? Das sind völlig harmlose Sporen. Sie behindern nur die Sicht. Deshalb leite ich dich über die Intercoms, um das Umweltkontrollsystem wieder einzuschalten und mich zu befreien. Es ist das Harz, das dem Baum seinen Namen... Nun, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Thema. Aber bitte erzähl mir vom Rest der Stadt. Steht sie noch? Ein Energiestoß. Ist es das, was hier passiert ist? Ich nehme an, wo auch immer du warst, ist das nicht passiert. Die gesamte Botschaft wurde abgeriegelt. Ich saß fest. Die Giftbaumfilter wurden deaktiviert und die Verteidigungssysteme hochgefahren. Das war alles sehr beunruhigend. Ist es der restlichen Stadt besser ergangen? Den Raumhafen hat es übel erwischt, aber sonst gab es kaum Schäden. Wirklich? Dann sollte ich mich wohl schnellstens um die Reparaturen kümmern. Nun, sicher habe ich deine hilfreiche Anwesenheit nicht nur der Gnade der Schlange zu verdanken. Du kommst von den UC, so viel steht fest. Wer sonst würde hier einfach so reinspazieren? Ich hörte eine Nachricht über Terramorphs am Weltraumhafen. Ja. Das ist durchaus bedenklich, aber warum solltest du hierher kommen? Wo ich doch nichts zu bieten habe, außer wohlmeinenden Zuspruch. Ah, einen Archivcode. Die UC benötigt also Informationen. Über Terramorphs, nehme ich an. Ja. Habe ich das richtig erfasst? Genau, die brauchen wir. Korrekt, wir brauchen die Archivdaten, um diese Angriffe besser zu verstehen und sie zu stoppen. Das Archiv dient vor allem der Erhaltung des Lebens.
Die Nutzung dieser Daten zur Verhinderung weiterer Angriffe wäre durchaus logisch. Aber bevor ich dir Zugang gewähre, habe ich eine Bedingung. Okay. Seit Jahren ist Haus Varun als Inbegriff von Gewalt bekannt. Wir gründeten diese Botschaft, um dieses Vermächtnis abzuwerfen. Doch mit wenig Erfolg. Mhm. Im Gegenzug für meinen Code musst du dafür sorgen, dass er für gute Zwecke eingesetzt wird. Dafür, dass Varun für mehr steht als nur Gemetzel. Kein Wissen ist von böser Natur. Wir sind es, die es zum Bösen wenden. Versprich mir, dass mit dem Wissen, das du suchst, Leben gerettet werden, statt sie zu gefährden. Du hast mein Wort. Ich werde sicher gehen, dass die Daten nur guten Zwecken dienen. Du bist ein alter Mann in einem Keller. Du hast mir nichts vorzuschreiben, Botschaft. Das kann ich unmöglich versprechen. Ich weiß nicht, wie genau sich das alles entwickelt. Ne, ich gebe ihm mein Wort. Nun gut. Das beruhigt mich. Komm. Folge mir. Okay. Freunde wie diese. Hat sich aktualisiert. Was ist das da? Anzug Varun Botschafter. Ist es nicht stehlen? Hoffentlich funktioniert es. Nehmen wir mal mit. Da haben wir es. Das ist auch nicht stehlen. Möge es guten Zwecken dienen. Jo, danke dir. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was du gemacht hast, aber. Haus Varun Lagerraumschlüsselkarte. Nehmen wir mit. Es ist kein Stehlen. Antike Videokassette, das ist Stehlen. Inhalte Stehlen. Okay. Und das ist auch Stehlen. Okay, wir lassen ihn seinen Credstick. Können wir nochmal mit ihm quatschen? Möge die große Schlange dir den Weg weisen. Warum ist die übrige Botschaftspersonal abgereist? Wo sind sie alle? Die Angelegenheiten von Haus Varun sind unsere Sache. Sie sind fort. Mhm. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und warum bist du geblieben? Haus Varun hat sich dem Sperrvertrag verschrieben. Damals hieß es, das sei der Wunsch der großen Schlange. Und ich glaube nicht, dass die Schlange so etwas nach Lust und Laune entscheidet. Als meine Brüder also gingen, blieb ich, um den Willen der Schlange zu ehren, wie ich es für richtig halte. Das ist mein Recht. Okay, und wie war das so, als jemand von Haus Varun in New Atlantis zu leben? Es war auszuhalten. Angenehm sogar, wenn meine Brüder hier bei mir in der Botschaft waren. Wir haben das Gebäude so gut es ging in eine vertraute Heimat verwandelt. Unsere Flora, unsere Ikonografie, unsere Verbindung zur Schlange, das haben wir alles mitgenommen. Aber ohne meine Brüder ist es schwer. Doch die große Schlange hat mir in meinen dunkelsten Augenblicken noch immer einen Weg aufgezeigt. Und die große Schlange, ist das euer Gott? Die große Schlange ist mehr als nur ein Gott. Sie ist das Schicksal selbst. Als unser Gründer Jinan Varun vor 140 Jahren die United Colonies verließ, um ferne Sterne zu erkunden, hat die Schlange ihn inspiriert, sein heute großes Haus zu gründen. Die Schlange hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Ihre Stimme spricht zu uns, führt uns durch die Dunkelheit und gibt unserem Leben einen Sinn, anders als das Universum oft. Was ich jetzt aber wissen wollen würde, was, wenn sich rausstellt, dass die große Schlange eigentlich eine Schildkröte ist, aber darauf kriege ich keine Antwort. So. Hier gibt's nichts. Nichts mehr zu looten. Was ist das hier? Ah! Dafür war ja der Schlüssel. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir nochmal mit.
So, den können wir nicht knacken. Aber hier wieder Medipacks. Und Nova Blast Disruptor. Und hier nochmal. So, wir müssen aber zusehen, dass wir dann gleich irgendwo Medipacks organisieren. Wir haben zu viele ausgegeben. Der Weg führt nach oben, also hier entlang. Und hier den Weg wieder durch. Nee, nicht hier rum. Hier rum, ne? Okay, die Halluzinpflanzen haben aufgehört zu halluzinieren. Oh, den habe ich unblutet. Ich hatte kurz gehofft, ich habe den übersehen gehabt. Das waren aber sehr viele Roboter hier. Ich hätte gern den Anzug, der sieht cool aus. Okay, dann gehen wir mal wieder nach unten. So, Botschaft von Frau... Gehen wir mal in die andere Etage davon, wo wir noch gar nicht waren. Gibt's nichts. Okay, dann gehen wir hier runter. Und wir gehen raus. Dann haben wir alles erledigt. So, erstmal schön ein Ladebildschirm. Und dann können wir wieder ganz normal... Also, erstmal Taschenlampe wieder aus. Zur Botschaft. Beziehungsweise, ne, Gelbank war das nicht. Wo konnten wir... Wo war nochmal Outland? Ich muss nochmal kurz was kaufen. Ah, das ist der Ausgang. Ah, und hier kommt man direkt an der Stadt, an den See. Okay, das ist cool. Das ist sehr cool. Ich habe aber so das Gefühl, dass das hier die eine Kirche ist, wo wir erstmal noch nichts mit zu tun haben wollen. Also ich zumindest. Aquilus hat mir durch wirklich schwere Zeiten. Und da ist das. Okay, Priester. Ja, und jetzt? Hast einen Pfeil ins Knie bekommen, ne? Ich suche danach, nach diesem Satz. Einst war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ich liebe diesen Satz. Da haben wir die Archive. So. Aber wir suchen den einen Händler. Wo haben wir Outland? Wir müssen auch neue Dingens kaufen. So, nochmal ein bisschen langsamer. In Geschäftskreisen gilt es als allgemein bekannt, dass Cydonia seine besten Zeiten hinter sich hat. Bis jetzt. Dank eines pharmazeutischen Durchbruchs hat das bisher wertlose Mineral namens wässriger Hämatit plötzlich eine wichtige und profitable Verwendung. In ganz Cydonia kam es zu spontanen Partys, denn der Stadt könnte ein Boom bevorstehen. Okay. Das Systems News Network. Also, das, was wir gemacht haben, hat... Da ist Outlands, ich sehe es. Also, alles, was wir machen, kommt in den Nachrichten vor. Immerhin.
So, jetzt brauchen wir aber Medipacks. Problem? Hoppala. Genau neben der Gelbank ist das. Und ich bin dran vorbeigelaufen, ey. So. Und rein da. Dann haben wir bestimmt auch irgendwas anderes, was wir ihm verkaufen können. Ich würde nie, wenn du etwas brauchst. Ja. Ja, nur zu. Sieh dich ruhig um. So. Erstmal verkaufen Waffen. Eine Maelstrom, Nova Blast Disruptor. Macht EM-Schaden. Nova Light. Den machen wir mal weg. Und ach gut, der kann auch weg. So. Das kann weg. Ich glaube, den brauchen wir auch nicht. So, Munition behalten wir alles. Rucksäcke. UC Security brauchen wir nicht. Helme. Das Technikgas veredelt. Piratenhelm? Nee. Kleidung. Warum Botschafter? Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Ich hatte gedacht, das würde cooler aussehen, aber tut's nicht. So, Ressourcen, sonstiges. Brauchen wir nicht mehr. Die können wir noch einlagern. Hoppala, ich wollte jetzt Dings noch kaufen. Ja, nur zu. Sieh dich ruhig um. Ah, warte. Wir können ja hier noch was verkaufen. Verkaufen auch. Hier haben wir ja nichts. So, aber der hat hier Medipacks. Viel Glück bei deinen Abenteuern. Ja, das hat mir nicht gereicht, was du hast. Aber egal. So. Wir sind immer noch überladen. Kann ich das wirklich nicht von hier einlagern? Auf Schiff? Frachtraum? So. Ich habe hier Ressourcen. Ich kann die nicht aus Tenti-Verteiler. Ich muss tatsächlich zum Schiff gehen. Um die einzulagern. So, jetzt noch mal kurz langsam laufen. Warum muss ich jetzt da runter, hä? Was sagst du zur Antwort der UC auf die Terrormorph-Angriffe? Zitier mich damit. Welche Antwort? Ich habe gehört, dass hohe Beamte sagen, das Kabinett habe vor, das Sperrvertrag-Archiv zu öffnen. Wenn das Archiv nicht voller Munition ist, reicht das nicht. Okay, dann danke für deine Zeit. Hey, zitier mich bitte, ja? Es muss was passieren. Hey, ich bin genauso besorgt wie du. Danke nochmal. Okay. Interessantes Interview. So. Auf ins Kabinettssaal. Das weißt du nicht von mir, aber die Ekliptik-Söldner arbeiten manchmal für die Fraktion. Freestar Collective und UC. Deswegen macht auch jeder einen großen Bogen um sie. Diese mordlustigen Arschlöcher sollte man zu Sternenstaub verarbeiten. Okay, ja. Werde ich mich auch noch irgendwann drum kümmern. So. Okay, hallo. Hi. Ja, wir quatschen jetzt mal mit ihr.
So, Vizeministerin Elizabeth McIntyre. Ich hätte dich so schnell nicht... Moment. Hast du sie etwa beide überzeugt? Radcliffe und Belmore? Wir sind uns alle einig? Ja. Code-Teile von Haus Varuno und dem Freestar Collective bereit zum Einsatz. Ich habe Belmore das Leben gerettet und ja, ich habe seinen Code. Es war schwerer als erwartet, aber ja, alle Parteien haben zugestimmt. Oh, der alte Mann schleicht also immer noch dort herum. Mhm. Gut gemacht, Captain. Also dann, ich habe bereits alles mit den Archivwärtern arrangiert. Wenn du dort eintriffst, wird die Wärterin der UC dir erklären, wie du die Codes einsetzt. Folge den Anweisungen aufs Wort. Hier, der Code-Teil der UC und eine Archivzugangskarte. Der Eingang ist am gleichen Platz wie das Mastgebäude, direkt gegenüber. Ah, und okay. Natürlich benimmst du dich da unten, ja? Ja, immer doch. Du kennst mich. Wir sind so jahrelange Freunde, also ich benehme mich niemals unter aller Sau. Ich werfe nie eine Handgranate aus Versehen auf Zivilisten. So. Okay. Lobby Kommando Tuaras Büro. Und hier. Ich mag das Jetpack. So, okay. Da hinten müssen wir hin. Komm aus dem Weg, Leute. Ich habe Wichtiges zu tun. Da waren wir auch vorhin. Okay. Dann gehen wir da jetzt mal rein. Ich hatte das aber auch Ewigkeiten einfach übersehen gehabt. Sich zusammen, um den Sperrvertrag auszuhandeln. Flottengrößen wurden begrenzt, Mechs und Xenowaffen verboten und sämtliche Forschungsdaten zu diesen Gebieten in einem eigenen Archiv weggesperrt, das genau hier unter unseren Füßen ruht. Okay. Die Beschränkungen haben die besiedelten Systeme über Nacht verwandelt, aber auch mit einem Federstrich die Wirtschaft ins Chaos gestürzt. Und sie waren der Beginn von etwas Entscheidendem. Der Kooperation zwischen den United Colonies und dem Freestar Collective. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Ein Versprechen, gemeinsam eine harmonischere Zukunft zu gestalten. Danke fürs Zuhören. Okay, interessant. Ich muss jetzt aber runter in ein Archiv, ja? So, gehen wir langsam hier rein. Wir dürfen ja jetzt hier rein. Armistice, Archivs und hier sofort zwei Leute bewaffnet. Secure the future, safeguard the past. Ich glaube, ich muss hier rein. Ich darf das, ja? Captain, du wirst bereits erwartet. Tritt an die Überwachungsstation heran. Dann gehen wir die Regeln durch. Achso, ich muss da vorne hin. Willkommen im Archiv, Captain. Um fortzufahren, musst du die drei Code-Teile an der jeweils vorgesehenen Stelle platzieren. Sobald sie verifiziert wurden, öffne ich die Tür. Deine Daten befinden sich in Einheit 18. Die anderen Einheiten bleiben verschlossen. Kehre zum Eingang zurück, sobald du deine Daten hast. Wenn du bereit bist zu beginnen, kannst du den ersten Archivcode einführen. Da, okay. Ich habe mir schon gedacht, hier rein. So. Muss ich noch mehr? Ah, da muss ich auch noch. Oder darf ich jetzt hier rein?
Ich darf hier schon rein. Okay. Oder muss ich alle... Ah, okay. Du kannst eintreten, Captain. Ich darf jetzt in die Archive. Restricted Access. Alter. Archivs A bis F. 0 bis 9. U bis Z. G bis M. N bis T. Hier darf ich nicht so einfach rein. Okay, ich muss also hier rein. Daten sammeln. Bring die Daten zurück. Bleibt das jetzt offen? Ne, jetzt geht's zu. Okay. Ich hoffe, ich habe wirklich alles. So, automatisch speichern. Dann einmal abliefern. Und dann hoffen wir, dass wir die Galaxie gerettet haben. Mir wären hier aber 6 Infinity-Steine lieber. Die ich dann so nutzen könnte. Boah, ich fände es auch cooler, wenn man hier richtig freigestalten könnte. Dann würde ich den Titan Thanos mal machen. Und wenn es hier auch wirklich 6 Infinity-Steine gäbe. Aber gibt es hier leider nicht. Muss ich nach unten? Oder muss ich da hin? Ich glaube, ich muss hier hin. Ja, ich muss hier hin. So. Ebene wählen und wieder ins Kabinettssaal. Lobby Command war das Büro. Verteidigungsforschung, medizinische Dienst, Aegis. Vanguard Flugsimulator. Ja, können wir alles irgendwann nochmal reingehen. Ich glaube, wir müssen auch irgendwann, früher oder später, hier überall rein. Office of Interstellar Affairs. Das passt nicht zusammen. Der Raumhafen hat Anti-Xeno-Protokolle. Wie konnte eine ganze Herde Terrormorphs unentdeckt landen? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es aber auch nicht, wie die Terrormorphs hier überhaupt irgendwie hinkommen. Wo bist du ja? Captain, die Vizeministerin hat mir alles erzählt. Beeindruckend. Captain, bitte übertrage die Dokumente an Major Sanon. Sie und ich haben die weiteren Schritte bereits besprochen. Okay, hier. Es wird Zeit, dass wir eindeutige Antworten erhalten und herausfinden, ob wir auch die richtigen Fragen stellen. Wenn du dann soweit bist. Major, hiermit übertrage ich den Besitz der Terrormorph-Daten an dich. Hier wird Zeit, dass ich das Zeug loswerde. Ich habe jemandem etwas versprochen. Werden diese Daten wirklich nur für gute Zwecke verwendet? Ich? Ja. Werden sie. Percival und ich haben genug angerichtet. Mhm. Das hier ist... ein Versuch, das wieder gut zu machen. So viel also zu den Daten. Wir haben bereits diskutiert, wo genau unsere Forschung stattfinden soll. Das Hauptquartier der Red Devils auf dem Mars, wo du Percival gefunden hast, bietet sich an. Da gibt es bereits die nötigen Geräte und Sicherheitssysteme. Es klang aber so, als hätte die Vizeministerin erst noch ein paar Sachen mit dir zu besprechen. Mit mir? In der Tat. Und zuoberst auf der Tagesordnung steht deine Einbürgerung. Ah, nice. Dann sehen wir uns wohl auf dem Mars. Sprich mit McIntyre. Bitte folge mir. Okay. Jetzt werde ich also eingebürgert, ne? Da freue ich mich schon drauf. Also Teil von UC, der United Colonies. So, ich finde es echt super, dass wir nicht schneller sein können. Äh,
Wo müssen wir hin? Hat die vor mich jetzt runterzuschubsen? Wow. Alter, was? Da ist ein Stützpunkt. Da, Alter. Wie weit wir hier gucken können. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte hier auch an dem See direkt irgendwie eine eigene Bucht haben. Einen eigenen Außenposten, ja? In Ordnung, Captain. Bist du bereit, Bürger der United Colonies zu werden? So, das bedeutet aber nicht, dass ich keine anderen Staatsbürgerschaften haben kann, oder? In der Tat. Uns ist egal, welche anderen Staatsbürgerschaften du bereits hast oder noch erhältst. Sobald du dir dieses Recht verdient hast, bleibt es dir erhalten. Ah, okay. Und was bringt... Ja, das kennen wir schon. Okay, ich bin bereit. Wir haben noch mehr zu besprechen. Also bekommst du die kurze Version. Bitte erhebe deine Hand. Captain, durch deine Taten heute und in den vergangenen Tagen hast du dir deinen Platz in den United Colonies verdient. Durch deinen Dienst, deinen Mut, deine Stärke und deinen Einsatz für das Allgemeinwohl wirst du diese Werte auch in Zukunft aufrechterhalten? Ich muss das wirklich alles machen. So gut du kannst, ja. Aber ich habe vollstes Vertrauen in dich. Also, wirst du dich von diesen Werten leiten lassen? Das wäre ich. Dann verleihe ich dir hiermit die vollwertige Staatsbürgerschaft der United Colonies. Hier, dein offizieller Pass und dein Einbürgerungsgeld. Wir haben außerdem das Immobilienbüro Aphelion informiert, dass du zum Erwerb von Immobilien berechtigt bist. Also, dann kommen wir nun zum nächsten Thema. Ein Mitglied der UC hat um ein Gespräch mit dir gebeten. Die Position dieser Person ist etwas kompliziert. Okay. Normalerweise käme das nicht in Frage. Aber diese Person hat möglicherweise Informationen, die bei unserem Terrormorph-Problem sehr nützlich werden könnten. Und die will sie nur mit dir teilen und hat namentlich um dich gebeten. Du musst mir also versichern, dass alles, was du gleich siehst, strengster Geheimhaltung unterliegt. Niemand darf davon erfahren. Nimmst du diese Bedingung an? Ich werde das Geheimnis mit ins Grab nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das akzeptieren kann. Danke, aber nein, danke. Namentlich, von wem redest du da? Tut mir leid, aber mehr kann ich dir ohne deine Zustimmung nicht verraten. Okay, ich werde das Geheimnis mit ins Grab nehmen. Hoffentlich wird es dazu nicht kommen. Begib dich zum Aufzug. Dein Ziel ist unter Sektion 7. Ich sorge dafür, dass du die Freigabe hast, bis du dort ankommst. So, okay. Haben wir auch erfüllt. Und... Ja, geh zu deinem Meeting unter Sektion 7. Das geringere Übel. Und mit... dieser mega geilen Aussicht verabschiede ich mich mal für heute und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.